So, ihr Dragon Ball Fans, meine Stimme ist immer noch nicht ganz auf der Höhe, aber zumindest so einen kleinen Part sollten wir heute machen können. Gott gegen Gott. Es tut mir leid, wenn ich euch heute ein bisschen anhuste noch. Ich wollte jetzt mal noch ein Part für heute mit aufgenommen haben. Aber meine Stimme ist eindeutig noch nicht fit. Son Goku und die anderen erfahren von einer neuen Bedrohung, die in der Zukunft Chaos anrichtet. Bills ist wütend über Kaioshins Schwäche. Sie reisen zurück in die Zukunft, um Goku Schwarz zu besiegen. Du solltest dich nicht überanstrengen, Lord Bills. God of Destruction. Der Gott der Zerstörung darf sich nicht in die Zukunft einmischen. Sie werden die Zukunft verändern. Ich war zufällig auch hier. Das kommt hin. God of Destruction. Gott der Zerstörung, was machst du hier? Ich dachte, ich hätte dich schon getötet. Wie ärgerlich. Du sollst dich nicht überanstrengen, Lord Bills. Ich hab dich beim ersten Mal gehört. Oh, Goku lädt Ki in einer Geschwindigkeit. Sorry, aber so nicht, Kumpel, ja? Bills will helfen, weil es für Goku vorbei ist. Ich gebe ihm gerade eigentlich in den Hintern und er guckt bloß blöd zu. Okay, jetzt hat er mich gut erwischt, aber ich gebe hier noch lange nicht alles. Hat sich gerade rechtzeitig wegteleportiert, oder was? Irgendwie läuft es nicht mit 100% Geschwindigkeit und ich weiß nicht warum. Und ist das alles? Dann gegen Bills austauschen. Der lädt auch anständig Ki. Ah, er braucht zu lang zum Laden. Ja, Kaioken bringt eigentlich nichts. Ja, Vegeta lädt auch ein bisschen schneller als Goku. Ist auch okay. Ah!
Dem Zeug weicht er irgendwie relativ automatisch aus. Ich weiß nicht, ob er Nachbildschlag oder irgendwas hat. お前にはこれで十分だ。力の差が分かったか？ Ja, Biss wird nicht erfreut sein, wenn du weitermachst, Biss. Glaube ich auch. Aber Vegeta übernimmt das. Ach, weißt du was? Was soll der Geiz? Der lädt jetzt auch so lahm. Ja, davon kann ich nicht in Blut zurückgehen. Schade. In Blut, in normal Gott. Auch nicht so geil. Der Kampf ist halt ganz klar darauf ausgelegt, dass man mit Bills den meisten Schaden macht. So, Vegeta, beende es, dass wir die Farce hier mal hinter uns haben. Danke. Ich sehe genauso viel wie ihr. Fantastisch, Zamasu und die anderen sind erledigt. Und so ist Welts Zukunft gerettet. Die Texte sind göttlich. Gut gemacht, Vegeta. Natürlich. Lord Bills, was ist denn? Ja, schon kapiert. Tut mir leid, ich musste einen Gang höher schalten. Ein gutes Herz zu haben ist eigentlich eine nette Sache. Oh, halt die Klappe. Ja, da wurden wieder ein paar Gegenstände konvertiert. Ich weiß nicht, welche Religion sie jetzt haben, aber sie wurden es. So, und damit bleibt nur noch eine Mission, Zamasus größter Fehler. Dafür haben wir heute auch noch Zeit. Wir spielen einen unbekannten Charakter. Ich nehme an Goku Black, den wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben. Und Zamasu. Sind wir schon fertig? Und als nächstes. Das reicht. Ich lasse nicht zu, dass ihr das noch mehr von der Stadt zerstörst. Oho, wenn das nicht Trunks ist.
Siehst du das? Ich habe mir Son Gokus Kraft angeeignet. Son Gokus Kraft? Was soll das heißen? Selbst der Gott der Zerstörung hinkt in den Seilen. Das überrascht mich nicht. Wie gesagt, keine Ahnung, wovon du redest. Das ist doch Bardock. Hm? Ja, das ist fast Son Goku. Also, ich würde sagen, die DNA stimmt zu 50% überein. Das ist im Rahmen. Keine Ahnung, was du vorhast. Ich prügel dich kaputt. Das habe ich vor. Sei doch voller Entschlossenheit. Ich bin stärker als du. Denn ich bin Son Bardock. So, würdest du... Ja, das werde ich nicht treffen, er ist gerade wegteleportiert. Oh doch, es hat ihn getroffen. Naja, aber er hat ja sowieso den Zenkai Boost bei Goku ausgenutzt. Dementsprechend kann er auch hier einfach den Zenkai Boost von Bardock ausnutzen. Dachtest du könntest gewinnen? Hör auf. Du kannst uns nicht aufhalten. Das ist eben die Kraft von Kriegsvolk. Volksstärkstem Krieger, ehrlich. Der Körper von Son Goku ist der ultimative göttliche Segen. Lass uns da weitermachen, wo wir beim der nullsterbliche Plan aufgehört haben. Ja. Ich sage dir, ist das nicht Son Goku? Nee, das ist Bardock. Und den habe ich jetzt auch freigeschaltet dadurch. Sehr schön. Und einen Gegenstand Gott-Key gekriegt. Okay. Ich frage mich immer, warum sollte man das wiederholen? Warum sollte man den Kampf nochmal spielen wollen? Weil für mich sind das hier nur Freischaltungskämpfe. Das ist nichts, an dem ich wirklich sagen würde, das ist interessant. So, Besucher aus einer anderen Welt. Das Chaos beginnt. Schauen wir mal. Es war ein ganz normaler Tag auf Stadt. Wow. Bis in der Stadt, bis... Selbst im Englischen ist das nicht on city, sondern at the city oder so. Ja. Ja, gucken wir wieder. Was? Boah, als würde ich in den Spiegel schauen. Wer zur Hölle seid ihr? Ich meine, hallo, du bist ein komischer Vogel. Das steht fest. Wer ist dir lieber, wenn ich die Antwort aus dir rausprügel? Hey, wow, du musst nicht gleich die Fassung verlieren. Besuch aus einer anderen Welt, ja.
Ganz ehrlich, der Vegeta ist nicht transformiert. Ich sehe keinen Grund, warum ich das tun sollte. Außer für diesen Angriff natürlich. Er hat irgendwo anders hingefeuert. Okay. Nee, das machst du mir nicht. Aber eigentlich gehört der Vegeta. Also stark ist was anderes. Dafür, dass es die letzte Stufe ist, wo man ja wirklich davon ausgehen würde, dass hier die härtesten aller Kämpfer sind. Oder aller Kämpfe, nicht aller Kämpfer, wobei die auch. Also das ist erbärmlich. Ist das eigentlich ein relativ easy Fight gewesen? Verglichen mit dem Bullshit-Fight gegen Bills. Wir haben es geschafft, wir haben gewonnen. Letztendlich ist das alles nur ein Fake. Du kannst uns nicht besiegen, Saiyajin. Beim Kämpfen werden wir immer stärker. Lass ihn entkommen. Vielleicht hätte ich lieber nicht wissen sollen, dass du es warst, mysteriöse Figur. Na los, steh auf, schütteln wir das einfach ab. Das war alles? Ja, das ist irgendwie merkwürdig. Und welche mysteriöse Figur soll das denn gewesen sein? Ist das eine Anspielung an diese komische Filler-Folge aus Super? Ich habe keine Ahnung, was sie mir damit sagen wollen. Und irgendwas, was das Ganze noch aufklärt, jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich muss den Part jetzt für heute aber mal beenden, meine Stimme noch ein bisschen ausruhen vor der Arbeit. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben, hoffe ich. Und wir sehen uns, wenn wir die letzten zwei Missionen machen. Bis dann, euer Wolf.